Und es gibt eben auch schon viele Menschen, die jetzt wirklich daran glauben, dass es da Kontakt gibt von Menschen. Ich meine, ich habe da auch meine Erfahrungen, die sind im Vergleich verschwindend gering, aber ich glaube, dass tatsächlich, dass es Menschen gibt, die Kontakt aufnehmen können zur geistigen Welt. Saint-Germain, Metatron. Ich meine, für andere ist das natürlich noch Humbug und ich würde das auch niemals jemandem aufzwingen wollen, sich damit zu beschäftigen. Das sind alles Dinge des freien Willens. Und ich würde da auch nicht werten. Auch wenn natürlich es verschiedene Ebenen gibt, wo der Mensch, ja, ich sag mal, doch so steht, in dem Moment jetzt gerade. Es kommt aber auf alle an in dieser Zeit und es wird riesengroße Veränderungen geben. Das leugnet ja auch niemand mehr. Die Welt, die wir kannten, wird so vor, die wir kannten, davor wird es so danach nicht mehr geben. Aber ich würde tatsächlich neben der Aufklärung auch immer die Hoffnung und die positive Vision jetzt streuen. Ich werde vielleicht auch später noch mal etwas vorlesen, was Rudolf Steiner beispielsweise auch schon gesagt hat. Der war ja wirklich auch ja, ein Visionär mit einer prophetischen Gabe. Es gibt so viele Dinge, die wir jetzt machen können. Ich will zum Beispiel jetzt auch beim Bauern einkaufen gehen, um auch mitzuhelfen, dass der Mittelstand, Bauern, ja, dass diese eben praktisch das Ganze gut überstehen. Aber da darf man auch im Vertrauen sein, dass jetzt nicht irgendwie ganz viele Existenzen kaputt gehen. Lieber die Vision, dass es am Ende wirklich für alle gut ausgeht. Einschränkungen, ja, aber die Natur erholt sich ja auch. Es ist ja tatsächlich so, dass Delfine jetzt wieder in den Häfen sind. Ganz praktisch gedacht, weil dort die Schiffe nicht mehr so ein- und auslaufen. Einfach weil Raum und Platz da ist. Aber für mich sind Delfine tatsächlich hochentwickelte Wesen, die das bestimmt spüren, auch diese Herzenergie. Denn da ist jetzt ganz viel da. Menschen spüren das ja auch, die Prozesse von Heilung, dass da Herz reinkommt, dass man ganz anders nochmal wieder aufgerichtet wird. Und wer sich jetzt darauf einlassen kann, da sage ich einfach mal, vertraut und vertraut auch dem Prozess. Ich würde mich niemals gegen Aufklärung aussprechen, das halte ich für sehr wichtig. Aber eben, der Fokus darf auf den lichten Resultaten sein, ja, bei diesem ganzen Machtwechsel jetzt. Möglicherweise. Ich glaube an den Machtwechsel, zum Beispiel jetzt auch hier in Deutschland, in der Bundesregierung, in der Wirtschaft, überall, an Säuberung, Reinigung. Aber das kann schon sein, dass Angela Merkel auch noch mal immer wieder auftaucht, dass das Ganze auch sanfter vonstatten geht, als manche jetzt erwarten. Und wenn man es aus einer anderen Dimension heraus betrachtet, dann haben ja viele eben auch ihre Rolle jetzt in diesem ganzen Geschehen. Also für mich ist es jetzt irgendwie dran, zu schauen, immer noch differenziert, aber nicht mehr so dieses Feindbild da irgendwie zu pflegen. Also da wirklich insofern wertfreier ranzugehen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jetzt es soll hier das Herz und der Friede und die Solidarität in die Menschheit reinkommen. Das ist eine Ebene, die ist nicht untergeordnet, für mich ist die übergeordnet. Ja, mir waren eigentlich noch viele andere Dinge eingefallen, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommen. Vielleicht reicht es ja jetzt auch einfach erstmal damit. Aber wir können Dinge tun. Und wir können auch tatsächlich damit anfangen, jetzt auch mal beim Bauern zu kaufen, diese Menschen zu unterstützen und ja,
anzufangen, hier wieder mehr Solidargemeinschaft zu leben. Das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht den Abstand erstmal wahren kann, aber das Virus ist in der Welt. Die Statistiken, der Test ist so nicht aussagekräftig. Das sind jetzt Statistiken, die eben angeboten werden. Schaut euch bitte nicht, wer das noch tut, ständig in den Medien. Dieses suggestive, ja, Covid-19, Coronavirus, was da Panik reinbringt ins innere System an. Und es ist jetzt tatsächlich da. Das heißt, früher oder später kommt jeder irgendwie in Kontakt mit dem, was man das Virus Covid-19 nennt. Hört euch das Video an dazu. Dr. Codewill, Meinung TV, Covid-19, der Spuk, der die Welt, der die Wirtschaft lahmlegt. Ich finde, dass er das zum Teil, nein, alles, was er sagt, finde ich wirklich sehr gut nachvollziehbar. Das Einzige, was ich rausnehmen würde in meinem Bewusstsein, ist jetzt diese Gedanken wie Genozid. Es ist nicht gut für ältere Menschen jetzt allein zu sein, ja? Natürlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht den Fokus darauf richten, Genozid, es wird mehr Suizide geben. Denn eine ganz andere Sache, natürlich haben sie auch schon sehr viel probiert mit Medikamenten, aber eben diese Ärzte ja im besten Wissen und Gewissen, so wie sie es sehen und glauben. Tamiflu, das war das Präparat gegen die Schweinegrippe, das neueste Präparat gegen Malaria wurde ausprobiert. Ich meine, Cortison hilft tatsächlich ja auch zum Teil Keime abzutöten erstmal oder sogar in Verbindung das Immunsystem irgendwie hochzubringen. Auch wenn es dann natürlich bei langer Gabe über längeren Zeitraum und hoher Dosis das Immunsystem kaputt macht, also total runterfährt. Es kommt eben auch immer auf das Maß an. Was ich jetzt sagen wollte, in Thailand hat man ja eben berichtet, dass dort das HIV-Medikament so gut gewirkt hat. Vielleicht hat auch einfach gut gewirkt, dass es Menschen waren, die auf einmal in sehr guten Bedingungen dort leben konnten, die gut versorgt waren, gut ernährt wurden und vor allen Dingen auch Zuwendung bekamen. Also ich möchte jetzt, wenn es um Heilung geht von Menschen, die jetzt erkrankt sind, auch noch mal daran appellieren, vergesst nicht die Zuwendung, wie auch immer ihr es macht, aber dass da Herz da ist, dass sie nicht alleine dastehen. Denn das ist mit Sicherheit eine Heilung und Gesundung bei vielen Menschen noch sehr abträglich. Ja, gut, also das sind die Dinge, die ich einfach heute noch mal sagen wollte, weil sie einfach heute so in mein Bewusstsein kamen. Es ist vielleicht jetzt nicht das, was manche erwartet hatten, nach dem, was ich da vorher reingestellt habe. Aber ich habe mich einfach besonnen auf, ja, das, was ich jetzt gerade sehe und so, wie ich es jetzt gerade verstehe. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Hoffnung schenkt und vielleicht auch etwas, was er jetzt irgendwie für sich nutzen kann. Also kümmert euch um eure physische, aber auch um eure seelisch-geistige Gesundheit und nutzt die Zeit für positive Visionen auch. Ja, für diese unsere Erde, für die schöne Natur mit der Menschheit mittendrin und auch für euer persönliches Leben. Gut, dann herzliche Grüße.